Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Videoreihe Leadership vom Kenner zum Könner. Heute mit dem Thema über die Stärken reden, nicht über die Schwächen. In vielen meiner Coachings sammle ich immer wieder die gleiche Erfahrung. Wenn ich Führungskräfte frage, ihre Mitarbeiter zu beschreiben, kommen sehr häufig Sätze wie: Er kann sich nicht konzentrieren, er lässt sich leicht ablenken, er hat ein schlechtes Zeitmanagement oder er bringt die Projekte nicht zu Ende. Das wäre so, als würden sie sich auf ihrem Hemd oder ihrer Bluse bekleckern und würden ständig nur noch über diesen Fleck reden. Wahrscheinlich wird sich in ihrem Kopf alles um diesen Fleck drehen und sie können an nichts anderes mehr denken. Genauso ist es mit ihren Mitarbeitern. Wenn sie ständig über die Schwächen reden, dann wird die Aufmerksamkeit sich auf die Schwächen konzentrieren und sie werden sich eher verstärken. Meine klare Empfehlung an Sie als Führungskraft ist: Reden Sie mit Ihren Mitarbeitern über die Stärken und wie Sie die Stärken ausbauen können. Konzentrieren Sie sich auf das Positive, weil wenn Sie über Positives reden, werden Sie weiteres Positives anziehen. Und Ihr Mitarbeiter wird Mut bekommen, mehr zu wagen bzw. über sich hinaus zu wachsen. Und wer weiß, vielleicht verschwindet die ein oder andere Schwäche dann von ganz alleine. Probieren Sie es doch einfach einmal aus in einem Ihrer nächsten Gespräche. Machen Sie es einfach mal angenehm anders. Wenn Sie diese Information für richtig und wichtig halten, können Sie diese gerne in Ihrem Netzwerk teilen und Ihre Erfahrung daraus hier unten niederschreiben. Ich freue mich auf ein weiteres Video nächste Woche. Ihr Christian Fuchs.